Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Bevor wir jetzt anfangen, möchte ich euch erstmal die Nachricht geben. Ich bin jetzt in einem neuen Clan drin und zwar habe ich jetzt meinen eigenen gegründet. Gleichnamig mit meinem Kanal, also Clash of Gaming. Falls ihr Bock habt auf CW und reinkommen wollt, ab 1200 Trophäen und ab Level 60, könnt ihr ruhig reinjoinen. Ja, reinjoinen. Wieso habe ich einen neuen Clan gegründet? Und zwar hat mir Benny gesagt, dass er den Clan verlässt. Er hat heute auch den Clan verlassen. Und als Benny dann den Clan verlassen hat, da sind irgendwie alle gegangen. Und ja, ich habe jetzt deswegen einen neuen Clan gegründet. Falls ihr Bock habt reinzukommen und wenn ihr jetzt im CW immer angreift, könnt ihr ruhig reinkommen. Okay. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Und zwar hat mir einer im globalen Chat eine Farmtaktik empfohlen, die besteht aus 6 Mauernbrecher Level 5, 54 Barbaren Level 6, 54 Bogenschützen Level 6 und 20 Riesen Level 6. Ich habe diese Taktik noch nie ausprobiert, aber er hat mir gesagt, mit dieser Taktik ist man eigentlich relativ erfolgreich. Ich würde mal sagen, ich suche auch einen direkten Gegner raus. Bis gleich. Ich glaube, den nehmen wir uns. Ich weiß, den werden wir bei weitem nicht schaffen, aber das Dunkle, das lacht mich gerade so an. So. Zwei Riesen jeweils als Tank, zwei Mauerbrecher. Ich werde das jetzt wieder so ein Fail, aber wenn ich das Dunkle bekomme, das wäre echt nice. Mal gucken, wie erfolgreich man mit dieser Taktik ist. Ja, hier noch ein paar Mauerbrecher hin. Dann hier die Bogenschützen verteilen. Die Bogenschützen, die Bogenschützen, die räumen dann hier so im Hintergrund auf. Mal gucken, wie weit wir mit dieser Taktik kommen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie viel man mit dieser Taktik erreicht. Ich hoffe mal, dass der mich aus dem globalen Chat nicht angelogen hat. Wo sind die Riesen? Die Riesen, die sind richtig stark und mit Zaubern würden die noch mehr abgehen. Oh, bitte, bitte das Dunkle, das interessiert mich. Oh ja, holt euch jetzt das Dunkle. Oh, die X-Bögen sind noch am Ausbauen, super. Hätte ich noch Zauber mitgenommen? Boah, da hätten wir richtig viel bekommen. Oh, Fähigkeit des Königs zünden. Boah, geil, Alter, das Dunkle haben wir sogar bekommen. Hammer, nice. Ja, hier ist noch viel drin, aber naja. So viel sei jetzt auch nicht drin. Das Gold haben wir auch bekommen. Das Gold interessiert mich ja auch, da ich jetzt mal meinen Teslas upgrade. Das ist schon heftig. Tesla auf 5, 8 Tage, ey, das ist. Hallo und willkommen zurück. Das musste ich gerade rausschneiden, da meine Mutter mich mal wieder gestört hat. Da sind ja auch nichts anderes zu tun. Auf jeden Fall, diese Taktik klappt relativ gut. Bei so einem Dorf haben wir 57% geschafft. 171.000 Gold, 55.000 Elixier. Naja, da haben wir Minus gemacht, aber 1600 Dunkles. Damit kann man doch leben. Und 18 Pokale. Läuft da. Ja, ich würde mal sagen, das war's für die heutige Folge. Und falls ihr Bock habt, in meinen Clan zu kommen, dann kommt rein, schickt eine Anfrage und ich guck mir, guck mich. Ich guck mir dann euer Dorf an, wenn ihr Level 60 seid. Dann nehme ich euch auch an. Ciao.